Green New Deal, Arbeitsplätze und wie kommen wir aus der Krise raus? Um aus der Krise rauszukommen, muss man zunächst mal eins beherzigen. Man muss versuchen, aus der Krise, wie die Krise entstanden ist, zu lernen. Es ist eben, es zeugt nicht nur von Lernschwäche, sondern von einer extremen Lernunwilligkeit. Wenn man kaum, dass die Börsenkurse wieder ein Stück nach oben gehen, sagt, wir machen jetzt so weiter mit dem System der Boni, der ungesicherten Weiterreichung von Krediten in Form von Verbriefungen und Ähnlichem. Und insbesondere sollte man das nicht tun in einer Situation, wo viele Mittelständler und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Folgen der Krise noch nicht hinter, sondern vor sich haben. Ich sage das mit der Ruhe und Bedächtigkeit, weil ich mir das auch anders wünschen würde und wünschen würde, dass die Situation besser ist. Aber ich erfahre zunehmend, gerade von mittelständischen Unternehmen, deren Mitarbeiter zurzeit in Kurzarbeit sind, dass sie diese Kurzarbeit gedenken zu beenden, aber nicht, weil ihre Auftragslage und ihre Arbeitslage sich verbessert hat, sondern weil eben dies weiter anhaltend schlecht ist und weil sie dazu übergehen werden, die Kurzarbeit dadurch zu beenden, dass sie die Kurzarbeiter in die Arbeit suchen. Die Kurzarbeiterregelung war sinnvoll, aber ich sage Ihnen auch, sie darf nicht dazu dienen, Heil für die große Koalition über die Bundestagswahl zu kommen und danach ist den Leuten das egal. Man muss was machen gegen die Krise. Man muss verhindern, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Lande wieder auf 4 oder gar 5 Millionen ansteigt. Das wird aber passieren, wenn man weiterhin die Lage schönredet und nichts tut. Das Erste, was man tun muss, man muss dafür sorgen, dass die Kreditklemme aufkommt. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten oder Leichtigkeiten Herr Hartmann hat. Ich spreche viel mit kleinen und mittleren Unternehmern, die sagen, es ist immer schwieriger geworden, überhaupt einen Kredit zu kriegen, selbst für ein ziemlich solides Geschäft. Deswegen heißt es für mich, der Staat hat Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Banken wieder Geld verleihen. Offensichtlich geht das nicht mit 600 Milliarden, die man mittlerweile in Deutschlandfonds im Betten Bankenrettungsfonds gesteckt hat, sondern es wäre wahrscheinlich nur gegangen, wenn man etwas Einfaches gemacht hätte, nämlich das Protest gegen das Eigenkapital der Banken aufzustocken. Sie würden, ich sage das immer an die Beispiel, Mittelständler hat in der Regel in Deutschland im Durchschnitt eine Eigenkapitalquote von 11%. Wenn man darunter liegt, kriegt man richtige Probleme, wenn man sich was Geld leiht, wenn man sich Geld leiht. Die Deutsche Bank würde nach diesem System bei sich selber keinen Kredit kriegen. Die Deutsche Bank hat eine Eigenkapitalquote von 5%. Also anstatt, wie es die Große Koalition gemacht hat, das aufgeblähte, spekulative Geschäftsvolumen der Banken zu verbürgen, das heißt, wir alle haften für die Folgen dieser Spekulation, wäre es sinnvoller gewesen, mit einem sehr viel niedrigeren Betrag zu sagen, wir stocken das ein. Eigenkapital der Banken auf und sorgen so dafür, dass Mittelständler wieder Kredite bekommen. Denn es waren nicht die Kredite der Mittelständler an Handwerker, die die größte Finanzkrise der Welt hervorgerufen haben. Es war das unkontrollierte Zocken mit Papieren, was diese Krise ausgelöst hat. Und es ist nicht einzusehen, dass solide Handwerksbetriebe darunter zu leiden.